Ja. Super. Nein, der Marcy, komm schon, hilf. Marcy, hilf. Kill ihn bitte, kill ihn. So, herzlich willkommen auch wieder zurück zu einer Folge Dark Orbit, natürlich mit mir. Und ja, die Quest, die ich da gerade mal Quest abbrechen, diese Zeitquest, die schaffe ich nämlich nicht mehr wirklich zeitlich. Deswegen muss ich es nochmal annehmen, damit man das zeitlich wirklich schön... Oha, wie wenig Uridium gibt denn das nur? 45. Für das das auf Zeit ganz schön stressig wird. Richtig nett von denen. So, auf jeden Fall geht's ja schon mal los. Und zwar möchte ich jetzt noch kurz, dass ich da den Rocket Launcher mal sehe, dass der voll ist. Genau, hier schon mal mein erstes Salmon. Fängt schon mal gut an. Sibelon, nope. Boss-Salmone brauche ich auch. Die waren ein bisschen schwierig, glaube ich, werden zu finden auf dieser Map. Bin ich noch gespannt, wo ich die alle finden werde. So, da brauche ich jetzt sowieso mal die richtige Tastenbelegung, sonst schaffe ich das mal alles nicht. So, das sind Modernchen. Schieße ich mal schnell das eine Modernchen, dass ich wenigstens da kurz einen Boost kriege, weil ich habe gerade nichts auf den Speed-Zeugs-Lasern sonst was drauf. Also ich bin richtig langsam gerade so, komm schon. Platze, gib mir die Ressourcen. Okay. Und es geht schon los. Speed, so jetzt sind wir mal wieder ein bisschen geboostet. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Passt. Nicht mein, scheiße. Eben mal verkackt. Ah, Zeitquests sind immer so stressig. Vor allem noch dazu mit so einem Weng-Account, da ist das nie wirklich toll. Tolle, tolle. Alles macht tolle, tolle. Boah, ein Stern-Guli. Was macht denn der da? Ich gehe einfach mal eine andere Map. 2, 3. Vielleicht ist da ein bisschen ruhiger. Wir haben noch gute 10 Minuten. Aber wenn man auf Zeitquest spielt, dann vergeht die Zeit auch gleich richtig schnell. Ah, da ist ein Boss. Suppi. Suppi, Suppi, da ist mein Boss. Mein Boss. Brauche ich dann noch 3 Stück? Komm schon, komm schon. Da kann ich ein bisschen erstmal 2 gerade ein bisschen dafür ausgeben. Habe ich sogar jetzt. Ja, genau, da habe ich bei der letzten Mission ja die 1000 Stück gekriegt. Ist gut, kann ich ja mal für die Mission da ausgeben. Die gute Munition. Du bist auch gleich mal platt, so. Gut, gut, gut. Das heißt 3 Stück noch davon, 16 Salmone. Okay, die Zeit wird knapp. Der Zeitdruck wird richtig schlimm. Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck. So, lala, komm schon, Platz, 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 Platz. Ich brauche noch mehr Salmone, noch mehr Salmone. Motoren, nope. Bitte keine Motoren mehr. Richtig kacke, richtig kacke. Oh, boah, super. Leute, so gefällt mir das, wenn es da mal wieder ein bisschen vorangeht, wenn man weiß. Man wird nicht ständig abgeschossen. Ah, gleich der nächste. Wenn das Spawning-System da... Nein! 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 Oh, komm schon! Oh, passt. Perfekt, jetzt kann ich sterben. Nein, hat der jetzt noch gezählt? Hat der jetzt noch gezählt? Ich hoffe ja, dass der gezählt hat. Wenn der nicht gezählt hat... Raste ich aber mal so richtig aus. Na, hat nie. Was ist da los? Ich habe jetzt 4 Stück oder 5? Oder waren es eh 4? Ach, egal. Ich glaube, ich passt schon. So 4 habe ich erst, ja. Fehlt eh noch der 5. Ah, super. Gleich mal rauf zum Gate. Mit dem ganzen Zeug. Ich bin ziemlich gut in der Zeit. Genau, da sind dann noch die ganzen Salmone. Sehr gut. Diese Quest, die ist gleich abgeschlossen. Von der Zeit her passt es auch. Ich hoffe, wir haben dann vielleicht bald das nächste Level. Das nächste Level haben wir hoffentlich dann gleich. Genau, jetzt brauche ich die Boss-Salmone aber auch nicht mehr. Richtig ungünstig, wann die auftauchen.
9 Stück noch. Wir haben noch 8 Minuten, weniger als 8 Minuten und 9 Stück noch. Mit ein bisschen lustig wieder werden. Aber ja, für mich ist das ja keine Herausforderung. Ich werde das irgendwie schon schaffen. Da ist einer. Passt. Nächster. Da. Alles geht sich super aus. Das ist sogar noch mein Devo dann für die nächste Quest. Da sind wir gleich wieder questlos. Und genau, dann habe ich ja noch so eine Spezialquest vom letzten Mal auch, die muss ich auch noch machen. Die andere Zeitquest werde ich mit Andreas machen, der dann wahrscheinlich schon nächste Folge wieder bei uns sein wird. Okay, 5 Stück noch, die müssen da doch jetzt noch irgendwo auffindbar sein. Fünf Stück und wir haben noch immer 7 Minuten Zeit. Geht sich auf jeden Fall perfekt aus. Oh, da ist wieder eins, super. Nein, falsch. Falsch, 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 falsch. Richtig, 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 das ist richtig. Dann nur noch, ah, das andere hat gar nicht gezählt, das ist nur wieder von irgendjemandem geflohen, super. Egal, da ist noch eins. Dann fehlen nur noch 4 Stück, 3 Stück. 3 Stück, komm schon, wir haben noch, ach, genug Zeit. Aber ich verschreie es lieber nicht, ich kenne das schon. So, da. Super, super, super. Vorletzte und er hat natürlich den letzten. Egal, muss ich mir noch einen suchen. Und das Ganze noch ohne Gegner Locator gehen, meine Freunde. Großer Respekt, großer Respekt. Hier ist es, perfekt. Der finale Abschluss noch dazu und wir haben Level 10, Leute. Level 10. Dankeschön. Wir haben Level 10 erreicht. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Ja, das war's auch für die Folge. Nein, natürlich noch nicht. Die Folge dauert noch nicht so lange, da mache ich sicher noch nicht Schluss. Auf jeden Fall mal finde ich es toll, dass wir es bis hierher schon mal recht gut geschafft haben. Level 10, nicht schlecht. Bin ich noch gespannt, was sonst noch so rauskommt. So, jetzt schieße ich auf jeden Fall noch den Devo. Der nächste Quest fertig und dann kommen, boah, jetzt kommen eh schon langsam die richtig guten Quests oben auf den oberen Servern. Das heißt, wir können uns schon Lodakia schießen, vielleicht heute noch mit Andreas, wenn der schon Level 10 ist. Und es auch passende Quests dafür gibt, beziehungsweise wir könnten dann schon Kristallinchen schießen. Da gibt es dann auch schon wenigstens entsprechende Credits-Belohnungen. Und ja, bin ich gespannt. Bin ich gespannt. So, komm schon, stirb, stirb, stirb. Perfekt. Der Spieler, genau, da, Motoren. Oh, ich habe jetzt gar kein Mal 2 mehr, das war schon wieder. Mal 2 ist aus für diese Quest, mal richtig geopfert. So, Boss-Modornen, die brauche ich für diese Quest. In dieser Quest gibt es ein Tanzhybü, genau. Der Tanzhybü, ich weiß nicht, ob das ein 10er ist. Ein Gegner, dass das jetzt war, ein Gegner, der mich noch subbt, richtig schlecht. Ja, ich hoffe, das war... Ja, schauen wir gleich mal, wir sind jetzt super, dass es passt irgendwie, dass er mich gerade tötet. Weil ich sowieso in die Base muss, kann ich mir das Ganze gleich nochmal anschauen. Wegen den Quests, was wir jetzt wieder offen haben. Boah, sind genug wieder da. Credits, da gibt es schon 100.000 pro Quest. Super, ist das super. Feindliche Spieler, ja, ist klar, das ist noch dieser Zeit. Das mache ich dann mit... Boah, 5 Sibelone. Pfui, und dann noch so wenig Uridium. Zerstöre feindliche Spieler. Zerstöre Motoren. Auf Map 1434. Feindliche Karten. Zerstöre Devos 3, ja, von mir aus. Zerstöre Devos und Simone, von mir aus. Jump mal gleich mal hin. Ja, nur wo jump ich jetzt hin? Jump ich 2-4, da ist mir irgendwie noch ruhiger. Ach, was mir noch Sorgen macht, ist das viel Schaden. Sie belohnt so also 20.000. Na, das sollte eigentlich hier recht schnell gehen. Ist jetzt ja auch nicht so die große Herausforderung. Und dann können wir ja eventuell, wenn ich das jetzt habe, können wir dann schon jagen wieder gehen. Ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal eins. Dann können wir jagen gehen. Und zwar mit den Tanzhybü gehen wir dann jagen und holen uns noch diese feindliche Spieler. Für die feindliche Spieler-Quest. Hätte man gesagt, das wäre dann sowieso das Sinnvollste. Und wenn wir das dann haben, passt das. Vielleicht können wir dann mit Andreas sogar jagen auch noch gehen in der Folge. Mal gucken. Ein bisschen was brauchen wir noch. Dann, wir beginnen das Jagen schon immer mehr. Je länger wir spielen, desto besser werden wir und desto mehr... Gehen wir dann auch schon jagen. Ihr habt das ja eh schon alles mitbekommen.
So, 21. Genau, Seprom. Die Seprom-Raffinerie müsste ich mal wieder anschalten. Dass da mal wieder ein bisschen was vorangeht. Ah, für die Quest muss ich dann auch noch 10 Salmonekin, nur alles dauert wieder zu lange. Na, ja, Kristallin-Quest oder Sibylonitenquest habe ich noch keine bekommen, habe ich gesehen. Das heißt, die werden höchstwahrscheinlich mit Level 10 auftauchen. Boah, viele Boss-Salmone da jetzt sind. Brauche ich nicht noch Boss-Salmone? Nein, brauche ich nur so die Salmone. Und die Motörnchen. Genau. Ah, das ist andere Karte. Mache ich sowieso mal das fertig. Dann brauche ich jetzt wieder. Ich muss ja wieder. Ah, das Credits. Das ist immer so schwierig schon mit Nachkaufen. Uridium 50.000 Credits, 100 Raketen. Wie viel habe ich jetzt gekauft? Da kaufen wir 1, 2, 3, was weiß ich noch. Und da ist wieder derselbe Spieler. Der mir schon langsam ein bisschen auf die Nerven geht. Aber ja, man muss ja den Spielern halt den Spaß lassen. Ah, oh, Gate-Rap ist mir immer zu schade, wegen dem Uridium. Jump-CPUs habe ich, also Jump-Gutschein habe ich hier noch 5 Stück. Deswegen jump ich jetzt aber einmal. Genau, jetzt kann ich ja theoretisch die Quest da fertig machen. Belohnung 100.000 Credits. Jump mal, wo ist das, wo muss ich denn dahin? 3-4, gell? Jump ich gleich mal 1-4-1-4, ist mir ein bisschen vertrauter. Ich darf noch immer nicht mit meinem Level 10 auf die 1-2er-Karten. Schade, schade. Aber ja, von mir aus. So, das ist gleich der erste Motor an. Boah, ah, die haben mich jetzt gar nicht gesehen, halt. Ich bin an den vorbei geflogen, wie nichts. Oh, das sind wenigstens gleich meine Salmoniten. Da waren gleich meine ganzen Salmonen. Also Salmoniten. Warum sage ich immer Salmoniten? Naja, kann man eh, glaube ich, dazu sagen. Salmon, Salmoniten. Sibyloniten. Das heißt, ich immer nur an wie Sibyloniten. Deswegen sage ich es so oft. Ja, jetzt geht mir der mal wieder auf die Nerven. Ich glaube, wenn ich dem eine Kelle drücke, dann hat er eh gleich keine Chance mehr. Ich habe nicht mal eine Slow-Rakete. Ich habe nicht mal eine Slow-Rakete. Alter, ich ziehe mit mal. Okay, jetzt hat er mal 2. Ach komm, ein Motor noch. Wie ist das? Ist das zu glauben? Warum? Ja. Super. Nein, der Marci, komm schon, hilf. Marci, hilf. Kill ihn bitte, kill ihn. Töte ihn einfach nur. Töte den Spieler bitte einfach nur. Geil, was, wenn ich dann noch den Abschluss auch noch krieg. So, jetzt muss ich mich da ein bisschen freikillen. Der Boss, boah, da an der Base kann ich, oh, da kann ich schon schießen und reparieren und boah, habt ihr nicht gesehen. Hallo, schießt du? Oh, da, nein, es ist, als ob, ja, na gut, dafür gehe ich jetzt die 200 Duri wahrscheinlich aus. Weil, ja, wie auf, pui. War richtig kacke. Ja, verkackt. Verkackt habe ich da. Ach ja, wird nichts. Leider wird das ja nichts. So, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 3-4, 3-4. Wir jumpen 3-4. Holen uns den letzten Motoren und Ausschluss. Will ich nichts mehr hören. Ich will dann einfach nichts mehr davon hören. Komm schon. Map, lade. Lade, liebe Map. Lade. Map. Bitte lad. Wir warten dabei, bis die Map geladen hat. Bitte bleiben Sie ruhig sitzen, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihr Getränk, was Ihnen jeden Moment serviert wird.
Wird das auch noch was oder wird das nichts mehr? Den bekomme ich sicher nicht down. Den bekomme ich sicher nicht mal. Alter, wenn ich jetzt down gehe, ja? Ach. Dann eben nicht. Dann eben halt nicht, ja? Von mir aus. Was ist denn da gleich los? Da geht ja gleich mein ganzer Husten da. Wird gleich alles für den Arsch. Jetzt geht er mal auch am Arsch. Was soll denn das? Verpiss dich. Zurück mit dir. Komm schon. Verpiss dich einfach mal. Lass mich in Ruhe. Ich will ja nur Alien schießen. Ich will eigentlich nur meine fucking Motoren da abknallen. Danach ist mal alles scheißegal. Ich will nur so einen verdammten Motoren kühlen. Sind das zu viel verlangt? Ich habe gleich keine Jump-Gutscheine mehr. Ultras F. Ach komm schon, was sind denn das für Namen? Ach Gott, was ist schon mit dem Spiel los? Es geht ja schon wieder gar nicht. Da steht nur, du wurdest zerstört. Repariere den Schiff, um weiterzuspielen. Ich hab's repariert. Es will nur nicht. Ach, das Schiff ist auch öfter in der Reparatur, als was wir Abschüsse machen. Wenn er jetzt nicht sofort mein... Ach, der Kolon ist wieder nicht bereit. Oh, richtig bitter ist das schon wieder. Na komm schon, Sprung. Wir wollen springen. Wir wollen springen. Boah, der Husten bringt mich jetzt auch noch um. Bäh. Vielleicht kurz was trinken, vielleicht geht's dann gleich. Ah, ja, ein bisschen besser geht's jetzt. Okay. 3, 4, Versuch, Motoren, letzter Kill. Versuch Nummer 4800. Ja, ja, ja. Oh, wenigstens etwas. Ja, Abschlussquest fertig. Boah. Ja, und jetzt habe ich keine Quest mehr, ist klar, ne. Genau, jetzt habe ich die Quest nicht mehr. Egal, wir machen Abschüsse gerade. Endgeil. Ja, auf jeden Fall, wenn der Motor fertig ist. Alter, wenn mich jetzt irgendwas angeht. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall ist die Quest gleich fertig. Perfekt. Quest fertig. Jagen war mal auch. Mal zwei habe ich keins mehr. Alles verschossen. Gut, dann die Simone. Da kommt schon ein Goliath. Boah, wenn mich der jetzt killt. Wenn mich der jetzt killt. Wenn mich der jetzt killt. Ach, dann werde ich die Folge jetzt schon mal beenden. Wenn mich der da jetzt killt. Nein, er hat mich auf jeden Fall gekillt. Hat eh keinen Sinn jetzt mehr. Boah, ich werde jetzt dann nochmal, was gibt's denn da für Quests jetzt, was ich beim nächsten Mal. Den feindlichen Spieler. Joa. 100.000, da backen gratis mit den EP. Oh, EP 133.000. Ah, 20 Minuten, oh, dauert ein bisschen zu lang. Feindlicher Spieler 5, oh. Zum Uridium ein bisschen was. Unser ältester Freund. Oh, Devos, Erfolg 1 der Aufgaben, 22 Motoren wieder angenommen. Und ein Zibelon. Oh, warte mal, da haben wir... Ah, das ist das mit diesen Bonusboxen. Moment mal. Ach, machen wir das nicht gerade? Na, wir machen das mit... Ah, Tanz-CPU. Da ist ein Jump-CPU. Egal, 700 Uridium, 10 Bonusboxen sammeln und Besuch, Redmap 2.3 zerstöre. Das ist ja gleich na, warte mal. Oh, die Quest geht da noch runter. Das ist eh die Scheiße. Okay, gerade komplett verguckt. Ja, von mir ist auch da nochmal die Quest für 4 mit Motoren. Ist egal. Nochmal können wir jetzt eh nicht mehr annehmen. Nö. Müssen wir wieder ein paar beenden. Okay, dann machen wir beim nächsten Mal wieder weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Schaltet natürlich wieder ein, damit ihr keine Folge verpasst. Und ja. Wir sehen uns halt soweit wieder. Beim nächsten Mal.